Leute, ich melde mich gerade nochmal aus dem Schnitt, weil ich habe etwas vergessen, etwas zu sagen im Video. Und zwar, Leute, es werden nächste Woche, werden auf jeden Fall ja die vorproduzierten Videos kommen. Aber, Leute, nächste Woche werden auf jeden Fall keine Weaver Games Videos kommen. Nur mal so als Info für euch, weil ich wollte nicht irgendwie Scammer suchen, irgendwie in Voraus schon aufnehmen. Weil meiner Meinung nach ist das ein bisschen blöd. Deshalb, Leute, werden nächste Woche auf jeden Fall nochmal normale Videos kommen, so wie früher die ganze Zeit, Leute. Aber ihr könnt auf jeden Fall eins schon wissen, die Videos sind auf jeden Fall sehr viel Arbeit, also in den Videos steckt auf jeden Fall sehr viel Arbeit drin. Und ja, also Leute, freut euch auf die nächsten zwei Wochen und ja, ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Video. Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Wir sind wieder auf quivergames.net, Leute. Wir werden heute wieder Scammer suchen hier. Ich muss echt mal sagen, Leute, die letzten Folgen kamen wirklich richtig gut an, muss ich echt mal sagen, Leute. Und deswegen werde ich heute wieder Scammer suchen aufnehmen. Und ja, es wäre auch richtig nice, Leute, wenn ihr wieder reinschreiben könnt, was so für Ideen, was man so auch auf Weaver Games aufnehmen könnte. Wäre mal wirklich richtig nice von euch. Und ja, Leute, ich werde natürlich jetzt mal wieder in den Chat schreiben, wer hat Shop. Leute, ich muss das leider Gottes mal reinschreiben, weil im Normalfall tut man ja hier nicht so einfach so reinschreiben, so wer hat Shop. Weil die Sache ist, ich XD. Ja, Pingu, ich hab. Ja, das sind die gleichen jetzt. Leute, die habe ich mal kontrolliert. So, Leute, wir sind jetzt bei den ersten Shops, sind wir jetzt gerade. Der hat sich jetzt gemeldet, er auch einen Shop hat. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Okay, Leute, ich werde mich jetzt hier mal ganz kurz mal umschauen, was da hier so hat. Der hat hier ganz viele Banner, okay. Alles klar. Leute, was ich nebenbei nochmal sagen muss, ich habe heute, deswegen nehme ich ja auch heute so spät auf mal wieder, oder man kann ja auch sagen, sehr zeitig nehme ich heute wieder auf, oben nur Banner, okay? Ich habe da auch selber nur Banner. Hier hinten sind Köpfe. Und zwar, Leute, ich habe heute wirklich alle Videos, alle vorproduzierten Videos, alle hochgeladen, die ab nächste Woche kommen. Und ja, Leute, ich bin selber stolz auf mich. Ich würde sagen, Leute, ich würde wieder einen Kopf kaufen. Weil der hat jetzt hier nichts anderes Wertvolles, Leute. Okay, der. Okay, ein Drachenei hat der, okay. Ich würde sagen, ich würde sagen. Wir kaufen uns einen Kopf und zwar. Der sieht ja hier. Hä? Achso, das ist so ein Blätterkopf. Ich würde sagen, wir kaufen den hier. Und zwar, ich schreibe den sofort mal an. Hey. Und, ich will den. So, ich schreibe den einfach mal hier. Ich will den hier haben. Und schreibe noch nach dazu, wie viel? Fragezeichen. Mal gucken, wie viel er dafür haben möchte für den. Ich möchte auch noch vielleicht versuchen, noch sogar das Drachenei noch dazu zu haben. Aber ich will erstmal wissen, wie viel der kostet jetzt. Weil die anderen sind so standardmäßig. Die Köpfe verkaufe ich nicht. Oh, okay. Alles klar, so, okay. Da würde ich sagen, das Drachenei würde ich kaufen, okay. Und das Ei. Fragen wir mal das Ei. Aber ich muss echt mal sagen, Leute, warum steht das dann ja auch hier so mittendrin im Shop so? Okay. Genau am Eingang so. Naja, Leute, muss jeder selber wissen. Nala, also eher ein bisschen schneller auch bei sich beeintut. Hab leider nur noch Ei, nur noch das. Ja, und. Verkaufst du es? Oh mein Gott, Leute. Wenn er jetzt schreiben tut, der hält es nur eins. Ja, warum steht denn das dann auch so hier im Shop oder nicht? Leute, ich möchte ja nicht hier so ein Schrott hier kaufen. Ich möchte ja wirklich wertvolle Sachen. Nein, eher nicht. Hä? Versteht ihr das? Und warum steht das... Ich frag den jetzt mal, das in dein Shop? Fragezeichen. Weil, Leute, ihr habt es ja selber gesehen, hier draußen steht Shop dran, Leute. Und deshalb verstehe ich das jetzt gerade gar nicht. Oder, Leute, soll ich hier mal so eine Karte kaufen? Nö. Ich weiß auch gar nicht, der die Karten verkaufen tut. Ich frag den mal, wie viel? Fragezeichen. Da frage ich jetzt mal die Karten. Leute, wenn der jetzt auch sagen tut, die Karten will er auch nicht verkaufen, dann verstehe ich diesen Shop gar nicht, Leute. Also... dass du dumm bist oder sowas? Ich werde auch, finde die Köpfe geil und das Ei, weil, wenn ich noch welche habe, ich welche verkaufe, okay? Ja, welche?
Na, die hier vorne gleich. Also, ich weiß jetzt nicht, welche hast du noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne die Karte hier gerne haben, wenn ich dürfte. Wie viel bietest du? Die Karte hier. Wie viel ich biete? Leute, ich habe null Ahnung, wie viel eine Karte kostet. Ich schreibe jetzt mal 1K, Fragezeichen. Leute, ich habe keine Ahnung, wie viel solche Karten kosten. Es kann sein, der mich jetzt auslachen tut. Es kann sein, ihr mich jetzt auslachen tut. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Okay, 1,5, okay. Ich schreibe jetzt mal, hört sich gut an. Wenigstens verkauft er hier die Karten, Leute. Also, da würde ich ja lieber, also meine Meinung ist es nach. Ich würde lieber in so ein Drachenalster verkaufen, als wie so eine Karte, weil so eine Karte ist doch wirklich cool eigentlich nicht. Okay, dann pay, bau dann ab. Okay. Ich pay ihn auf jeden Fall, was hat er gesagt? 1500. 1500 und natürlich mit Slash. Pay noch davor, Slash. Pay? Ich habe ihm es gegeben, 1500, mein Freund. Und er droppt die einfach und ich darf die auch natürlich einsammeln. Richtig cool, Leute. Wir haben hier so eine richtig coole Karte. Richtig nice. Leute, guckt auf jeden Fall bei ihnen vorbei. Richtig Ehrenmann. Danke für deinen Einkauf. Nein, ich danke dir auf jeden Fall, mein Freund. Leute, hier hat einer gerade reingeschrieben, verkaufe Hashtag S-Karte. Da werden wir auf jeden Fall mal hingehen zu denen. Nö. Okay, Leute, wir gehen auf jeden Fall mal zu ihnen hingehen. Okay, der hat schon wieder hier kein GS. Zweites auch nicht. Okay, drittes GS hat er auf jeden Fall hier etwas. Okay, und hier steht auch Shop dran. Das heißt, das ist bestimmt hier gerade sein Shop. Ich werde auf jeden Fall die kaufen, wo die auch gerade ist. Ich will ihn auf jeden Fall mal mit Hey anschreiben, Leute. Weil ich weiß jetzt nicht, wo er sich rumtreibt. Und zwar mit MSG. So. Ja, und ja, hier sind coole Banner. Wunderschön. In der Tat. Also das sind wirklich die schönsten Banner, die ich auch mal gesehen habe. Hey, Fragezeichen, okay. Du hast geschrieben, du so eine Hashtag, oh scheiße, Hashtag S-Karte hast. So, der hat ja reingeschrieben, dass er eine S-Karte hat. Ich möchte die gerne kaufen. Wer weiß, wo die auch gerade ist und wird aber scammt. Ach so, und zwar Pingu. Ach so, Pingu, du fragst ja jetzt, er scammt, und zwar er scammt nicht. Nein, er ist kein Scammer. So, mach PH. Ach so, ich bin aber bei 3. Ah, hier, okay, ich bin ja schon da. Hey, na? Was hat er davor noch reingeschrieben? Du hast bla bla bla. Okay, gar nichts, er hat noch reingeschrieben, okay. Und er die. Ach, hier ist die, okay. Okay, da werde ich mal schreiben, wie viel er davon haben will. Und, wie viel? Frag mal wie viel er dafür verlangt. Was ich immer cool finde, wenn die Leute immer schreiben, wie viel bietest du? Weil da kann man immer erstmal seine eigene Meinung erstmal bilden. Willst du plus? Wie? Willst du plus? Leute, ich schreibe natürlich den Falschen die ganze Zeit an. Was kannst du eigentlich? Alles klar, Pingu, es tut mir wirklich leid. Nein, doch. Ich jetzt dich, ja, du warst jetzt eben der Falsche. Nur weil du ja einfach mich angeschrieben hast, ist ein bisschen blöd, ist gerade gelaufen, aber egal. Ich schreibe ihn jetzt mal, ja, nicht sich zu doll jetzt wundern tun. Sorry, war falscher Name. So, wie viel bietest du? Genau, er fragt auch mich, wie viel ich biete. Pingu, du tust ja nichts dem machen, du verstehst das ja. Wie viel ich biete? Würde ich auch sagen, 1K, fragen wir ihn auch mal. So wie auch bei den anderen gerade. Ich bin echt gespannt, wie viel so eine S-Karte kostet. 15. Was, 15? 15K oder was? 15K oder... Wie? Achso, jetzt schreibt er auch selber 15K. 15K ist viel zu viel, Leute. So viel Geld habe ich auch gar nicht. Ist die wirklich so viel wert? Ist die... Leute, ich frage den jetzt mal. Ist die wirklich so viel wert?
Fragt man ihn mal, weil Leute, 15k für so eine S-Karte und so eine gelangweilte Karte, 15k Leute, ist das wirklich so viel wert? Also ich glaube nicht, so eine S-Karte so viel wert ist. Und außerdem, ich vermute mal, er wird uns ewig so scammen. Also das ist meine Vermutung, Leute. Glaube, ich habe es von einem Freund erzählt bekommen. Okay. Ich tue den jetzt mal anlügen. Okay, ich habe aber schon so eine Karte gekauft für 2k. Ich tue den jetzt einfach mal anlügen, ne? Ich will ja wirklich die Karte eigentlich haben, aber 15k pay ich jetzt ihn nicht. Ich pay ihn auch jetzt nicht meine 4k oder so, Leute. Ich möchte maximal 2k oder so, vermute ich jetzt mal, er jetzt die 2k vielleicht annimmt oder so. Ich hoffe, kannst du auch 2k geben? Kann ich auch 2k geben? Wenn ich sie auch bekomme. Leute, ich möchte auch dafür die bekommen, weil 2k, Leute, ist auch schon ein hoher Preis, sage ich mal dazu. Also für mich ist es wirklich ein hoher Preis. Klar, pay. Okay, Leute, wie das schon wieder rüberkommt. Leute, ich werde ihnen auf jeden Fall jetzt die 2k payen, Leute. Und ich bin jetzt echt gespannt, der uns jetzt scammen wird oder aber auch nicht, Leute. Ich tue den jetzt lieber nochmal zur Sicherheit fragen, so. Okay, du scammst aber nicht, okay. So, ich werde auf jeden Fall jetzt ihn 2000 geben. Hab gepayt, mein Freund. Und wird er jetzt auch geben uns? Wird er die Karte uns geben? Und er gibt tatsächlich, Leute. Und wir haben ihn eigentlich jetzt, sagen wir mal dazu, ihn überredet, die von 15k auf 2k runter zu machen. Ist das ein Ehrenmann? Richtig nice, Leute. Ist das geil? Also, Leute, richtig Ehrenmann. Also, guckt auf jeden Fall auch mal bei denen hier vorbei. Richtig cooler Shop, richtig geil. Und ja, Leute. Ja, Leute, hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Wenn es gerne mal Like da und schreibt es mal unbedingt mal in die Kommentare. Mal eure Meinung mal dazu, wie viel so eine Karte kostet, Leute. Also, aussehen tut sie natürlich wie 1k, Leute. Aber ich weiß nicht, wie so eine #S-Karte so ein wirklich wert ist. Er hat gesagt 15k. Ich habe mir jetzt für 2k jetzt drunter gehandelt. Leute, schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare. Und ja, wer natürlich Bock hat, abonniert mir gerne den Channel, wäre richtig nice. Da tut er meine Ami betreten, #SetMaximArmy. Und Leute, abonniert mich unbedingt auf Instagram, wäre richtig nice. Und jetzt würden wir sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut, bleibt cool und ciao.